Eines Tages hatte meine Frau so komische Geräusche im Ohr. Kennt ihr das? Wenn es manchmal so piept, man fragt sich, was ist da los? Und dann hat sie gesagt, ich warte einfach ein bisschen ab, das geht schon irgendwann von alleine weg, aber das ging nicht weg. Und dann ist sie zum Ohrenarzt gegangen und er war dann total fasziniert. Er hatte irgendwie das Gefühl, sowas noch nie gesehen. Er hat dann aus ihrem Ohr etwas herausgeholt, ein kleines Lebewesen. Da war so eine Milbe, wie da hingekommen ist, wissen wir nicht. Aber die hat da gehaust in ihrem Ohr. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Freude war für meine Frau, für Rebecca, dann wieder normal hören zu können, ohne ein Tier im Ohr, ohne so einer kleinen Milbe. Wie es da hingekommen ist, wissen wir nicht. Wir lieben Tiere. Und manchmal kann das mal passieren, dass so ein Tier einfach ein neues Zuhause sucht. Meine Hoffnung ist heute, dass Gott uns anspricht durch sein Wort und dass wir auch erleben, wie der Heilige Geist unsere Ohren öffnet, dass wir seine Stimme heute hören. Ist das auch dein Wunsch heute? Wollen wir noch gemeinsam beten und Gott einladen, dass er heute zu uns redet? Beten wir noch gemeinsam. Unser Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du deine Verheißung erfüllst aus Jeremia 1, Vers 9, wo du sagst, dass du deine Worte in meinen Mund legst. Hab Dank dafür, für die Erfüllung deiner Verheißung. Im Namen Jesu. Amen. Wir möchten gerne das Wort aufschlagen, Offenbarung 7, Vers 10. Offenbarung 7, Vers 10. Offenbarung 7, 10. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Die große Schar ruft hier mit lauter Stimme, das Heil ist bei unserem Gott. Das hier sind auch diese Menschen, die vor der Wiederkunft Jesu laut rufen werden. Das sind die Menschen, die den lauten Ruf verkündigen. Und ich frage mich, was sind das für Menschen? Wie leben diese Menschen? Wie sind diese Menschen berufen? Wie ist ihr Charakter? Und was ist ihr Lohn? Hast du schon einmal etwas Wichtiges verloren? Wer hat schon mal was sehr Wichtiges verloren? Okay. Da war eines Tages ein Pastor unterwegs und er hat eine liebe Glaubensschwester besucht. Das ist schon vor vielen Jahren her, diese Geschichte. Er ist dann mit dem Zug zu der Glaubensschwester gefahren und die Glaubensschwester war so glücklich, dass sie ihm dann gerne ein Geschenk mitgeben wollte. Dieser Pastor hatte einen Garten zu Hause und hat die Glaubensschwester gesagt, ich würde gerne so ihm einen Bienenstock mitgeben, also mit Bienen. Und der Pastor sagt, ja, wieso nicht? Gute Idee. Dann haben die das schön eingepackt in eine Box. Und dann ist der Pastor mit dem Bienenstock in den Zug nach Hause gefahren. Das war nicht so eine gute Idee, denn so ein Zug, der ruckelt, der vibriert, der bewegt sich hin und her. Und den Bienen hat das nicht so gefallen. Irgendwann dann haben die Bienen sich überlegt, sich einen neuen Ort zu suchen. Und der nächste Schlupfwinkel, das nächste dunkle Loch war das Hosenbein vom Pastor. Und tatsächlich eine wahre Geschichte. Da sind die Bienen dort hineingekrabbelt, ja, dem Pastor immer weiter, ja, diese Richtung. Und der Pastor hat sich überlegt, was soll ich machen? Sehr komisch, ja, sehr eigenartig als Mann, wie soll ich damit umgehen? Und er hat eine Idee gehabt, eine Lösung. Er ist dann in die Toilette gegangen, hat sich entkleidet und versucht dann die Bienen zu entfernen, ohne gestochen zu werden. Hat aber nicht so gut funktioniert. Dann hat er dann seine Hose genommen und das Zugfenster geöffnet und seine Hose dort einmal ein bisschen herumgewedelt im Fahrtwind. Also eine unglaubliche Geschichte. Und es hat teilweise funktioniert, so lange, bis dann irgendwann der erste Mast kam und die Hose am Mast hängen geblieben ist. So war der arme Pastor wirklich ohne Hose, teilweise ohne Bienen. Es war ihm sehr unangenehm. Und er ist dann ausgestiegen aus dem Zug ohne Hose, der arme Mann, ja. Und dann hat er irgendwann aber seine Hose wiederbekommen, seine Tasche, die er im Zug gelassen hat, dann auch seine Bienen wieder. Er war danach wirklich glücklich. Ich glaube, diesen Tag wird dieser Pastor nie wieder vergessen, oder? Ich glaube, im Dienst für Gott kann man wirklich Abenteuer erleben. Auch besondere Abenteuer. Hast du schon einmal etwas Wichtiges verloren? Es ist eine Sache, seine Hose zu verlieren, aber es ist eine andere Sache, sein Leben zu verlieren. Jemand sagte einmal, wenn du nichts hast, wofür es sich lohnt zu sterben, dann lohnt es sich auch nicht zu leben.
Nochmal, es lohnt sich nur dann zu leben, wenn man etwas hat, wofür man sterben würde. Kannst du dem zustimmen? Gibt es etwas, wofür du sterben würdest? Vielleicht für dein Smartphone? Es gibt wirklich verrückte Geschichten, was Menschen unternehmen, um ihr Smartphone zu retten. Andere wiederum würden vielleicht ihr Leben lassen für ihr Tier, für ihr Haustier. Sie geben alles, weil das Teil ihrer Familie ist, dieses Tier. Wieder andere würden vielleicht ihr Leben riskieren für ihre eigenen Kinder, oder? Wir haben 2 Kinder, 3 und bald 6 Jahre alt. Ich glaube, als Vater würde ich auch vieles tun, vielleicht sogar alles geben, ja, um meine Kinder ein Leben zu ermöglichen. Wie ist das mit Jesus? Wärst du bereit, dein Leben für Jesus zu lassen? In diesem Moment wärst du bereit, dein Leben zu riskieren, dein Leben zu geben für Jesus? Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich soweit wäre mit der Kraft Gottes. Die Menschen, die den lauten Ruf am Ende verkündigen, gehen bis zum Äußersten und sind sogar bereit, ihr Leben für Jesus zu lassen. Zuerst ihr eigenes Leben, ihr Ich, und dann vielleicht auch der eine oder andere seine eigene Existenz auf dieser Erde. Wir möchten heute einen Menschen gemeinsam studieren, ihn gemeinsam entdecken im Wort Gottes, der so ein Typus ist, eine Vorausschau für den Menschen, die den lauten Ruf verkündigen. Dieser Mensch hat folgende Eigenschaft, wir machen jetzt so ein kleines Ratespiel und ihr dürft mal raten und schauen, ob ihr auf diese Person kommt. Dieser Mensch war für die Moslems ein Prophet, er ist wahrscheinlich in Hebron geboren, sein Name bedeutet, Gott ist gnädig. Laut der Bibel wurde kein größerer Mann von einer Frau jemals geboren als dieser Mann. Er lebte wie ein Naziräer, er war Verwandter von Jesus, er ist geboren in der Nähe vom Toten Meer und er war um 30 nach Christus als Zeuge für Jesus aktiv, ist dann aber als Märtyrer gestorben. Wer könnte das sein? Habt ihr eine Idee? Klar, oder? Johannes der Täufer. Heute möchten wir gemeinsam einmal Johannes den Täufer entdecken und überlegen, wie war denn sein Leben, wie war seine Berufung, wie war sein Charakter und vor allem, was war sein Lohn. Und wenn wir ihn heute anschauen, ist der Johannes Täufer ein Typus, eine Vorausschau, ein Muster, ein Vorbild für die Menschen der letzten Generation. Wir wissen nicht, wann die letzte Generation sein wird, aber es wird Menschen geben, die werden den lauten Ruf verkündigen und dann kommt Jesus Christus wieder in ganz kurzer Zeit. Seid ihr bereit? Wollen wir Johannes den Täufer entdecken? Vielleicht noch kurz eine Aussage von Ellen White. Im Leben Jesu sagt sie auf Seite 83, Johannes der Täufer, indem er den Weg für Christi erstes Kommen bahnte, ist er all jenen ein Vorbild, die ein Volk auf die Wiederkunft unseres Herrn vorbereiten sollen. Wollen wir gemeinsam anfangen und uns die Frage stellen, wer war dieser Mann? Und ich möchte euch einladen, dass wir Lukas Kapitel 1 aufschlagen, Lukas 1 und die Verse 5 bis 7. Und wir wollen heute nicht nur einfach studieren, immer mehr Wissen ansammeln, wir wollen heute überlegen, was können wir persönlich für uns mitnehmen. Und deswegen lade ich dich ein, hinterfrage dich demütig, an welchen Punkten kann ich hier lernen? Wo spricht mir der Heilige Geist hier an? Was soll ich in meinem Leben umsetzen? Welche neuen Entscheidungen soll ich heute treffen? 3 Punkte im Leben von Johannes dem Täufer. Erstens seine Erziehung, zweitens sein Wohnort, drittens seine Gesundheit. Wir fangen an mit seiner Erziehung, Lukas 1, die Verse 5 bis 7. Lukas 1, die Verse 5 bis 7. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit dem Namen Zacharias aus der Abteilung Abihas. Seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide wie gerecht vor Gott und wandelten wie untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Zacharias war ein Priester, auch seine Frau, die Elisabeth hier, war ein Nachkomme Aarons. Die waren also nicht nur äußerlich Titel und Geschlecht Kinder Gottes, sondern auch innerlich. Sie lebten wirklich mit Gott. Das können wir hier aus dem Text entnehmen. Zum einen haben wir hier gelesen, sie sind gerecht vor Gott, also führen ein Leben in Harmonie mit dem Willen Gottes. Und zweitens, sie erhalten einige Gebote, oder? Nein, sondern alle Gebote mit der Kraft Gottes. Sie waren so ein Licht in dieser dunklen Zeit. Und natürlich haben sie auch die Weissagung studiert auf den Messias und hofften, dass bald der Ersehnte kommt. Und jetzt erleben sie, wie ein Engel ihnen etwas Wichtiges zu sagen hat. In Lukas 1, Vers 15, und das ist jetzt hier die Frage immer noch der Erziehung, wie wurde er erzogen? Lukas 1, Vers 15, kommt ein Engel vom Himmel und sagt dem Eltern Folgendes.
Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon vom Mutterleib an. Also hier haben wir prinzipientreue biblische Erziehung. Und ich frage mich, warum ist Kindererziehung so wichtig? Wer von euch hat Kinder? Darf ich das mal sehen? Okay, die meisten von uns. Und in den allerersten Jahren, man sagt so die ersten 7 Jahre, ist das Kind so offen für Prägung, für Entwicklung. Da trifft es die wichtigsten Entscheidungen im Leben. Und wenn wir da als Eltern Vorbilder sind und für die Kinder da sind und sie lieben, im Endeffekt verkörpern wir Jesus für sie, oder? Wir als Eltern. Dann haben sie es im Leben so viel leichter, auch eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Das ist keine Garantie, wir können alles richtig machen. Und im Endeffekt haben die, unsere Kinder doch einen freien Willen. Aber es ist so entscheidend, gerade in den ersten Jahren, dran zu bleiben, immer wieder vorwärts zu gehen, zu beten und Gott zu vertrauen. Ellen White sagt dazu, in der Kindheit und in der Jugend ist der Charakter am leichtesten zu beeinflussen. Die Fähigkeit, sich zu beherrschen, sollte in jener Zeit erlernt werden. Und jetzt das Gegenteil. Es gibt Kinder, die haben in den ersten Jahren ihres Lebens so schlimme traumatische Erfahrungen. Man als Pastor, ich als Seelsorger erlebt das ja auch. Und das ist Horror. Also das bricht dann irgendwann aus, manchmal, nicht immer, ja, aber oft ist das der Fall. Und diese Kinder haben es dann so schwer als Erwachsene später im Leben, wenn sie ja, die ersten Jahre schreckliche Dinge erlebt haben. Deswegen, meine Lieben, ist es so entscheidend, wenn wir Kinder haben, für sie da zu sein, für sie zu beten, gute Vorbilder zu sein. Ich weiß, das ist nicht einfach. Es ist einfacher, ich bin Papa, hier vorne zu predigen, als Papa zu sein. Weil nachts, ja, wenn die Kinder vielleicht nicht so gut schlafen wollen, wenn man dann gefordert ist und die Kinder das zweite, dritte oder vierte Mal aufwachen, da die Geduld zu haben, da brauchen wir die Kraft Gottes. Haben wir als Eventgemeinde genaue Anweisungen erhalten, wie wir unsere Kinder erziehen sollen? Gibt es da so Bücher, die ganz gut sind für uns? Habt ihr schon mal gehört von dem Buch Ein glückliches Heim? Wahrscheinlich schon, oder? Genial, diese Bücher. Erziehung oder Wie führe ich mein Kind vom Geist der Weissagung. Es ist eines, diese Bücher im Schrank zu haben, es ist etwas anderes, sie zu lesen. Und dann ist es zu praktizieren, darüber zu reden, darüber zu reflektieren. Vielleicht hast du es noch nie gemacht, ich lade dich ein, starte damit, fang an. Und das Zweite ist, ein Vorbild zu sein, zuallererst in der persönlichen Andacht. Manchmal sagen mir Eltern, Daniel, ich habe gar keine Zeit für Andacht, meine Kinder fordern mich so sehr. Aber es ist immer auch eine Entscheidung von Prioritäten. Und unsere Kinder erleben das, wenn wir mit Gott wandeln, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und dann das zweite Thema, das dritte Thema, das ist die Familienandacht. Habt ihr bei euch eine regelmäßige tägliche Familienandacht? Das ist so entscheidend, so wichtig. Und da erleben die kleinen Kinder Jesus als ihren Held, als ihren König, als ihren Schöpfer. Wer waren seine Lehrer? Das waren seine Eltern, aber noch jemand anders. Er hatte noch zwei andere Erzieher, Johannes der Täufer. Das war natürlich wer? Unser Schöpfergott und die Schöpfung selber. Johannes hat kein theologisches Seminar besucht, er war auf keiner Missionsschule. Also ich glaube, theologische Seminare, Missionsschulen sind wichtig, aber er hat seine Lehre direkt von Gott, unserem Vater im Himmel bekommen. In Lukas 1, Vers 66 lesen wir, Lukas 1, 66, und die Hand des Herrn war mit ihm. Gott hat ihn gelenkt, ihn geführt, an die Hand genommen. Voller Freude studierte Johannes der Täufer die prophetischen Schriften, vor allem hat er gerne Johannes 62 gelesen. Der Johannes 62, Vers 4, dass Israel wiederhergestellt wird, das war seine Hoffnung, seine Freude. Und dann hat Johannes der Täufer in der Natur gelebt. Das war seine Schule. Vor ihm auf der anderen Seite des Jordans, da lagen diese Höhen Moabs, sie zeigten ihm die Größe Gottes. Dann war da die karge, kaputte Wüste, hat ihm den geistlichen Zustand Israels gezeigt. Dann in der Nacht hat er die Sterne gezählt, an die Verheißung Abrahams gedacht. Am nächsten Morgen kam die Sonne hervor, er dachte an die Sonne der Gerechtigkeit. Dann war da dieser Donner, dieser Regenbogen, wieder das Versprechen Gottes, dass er bei ihm ist. Wer sind heute die Erzieher deiner Kinder? Ich meine ganz ehrlich, wer erzieht heute deine Kinder? Du als Elternteil? Oder sind das vielleicht die Medien? Sind das Freunde? Ist das vielleicht TikTok, Instagram und Google? Wer sind die Influencer, die Personen, die am meisten Einfluss auf deine Kinder haben? Ich glaube, das sind wichtige Fragen. Denn wenn unsere Kinder auf TikTok den ganzen Tag ihre Zeit verbringen und ihre Zeit wirklich verdaddeln, da ist so viel Müll. Es gibt Studien, die uns zeigen, wenn wir ja stundenlang auf Instagram, auf TikTok unterwegs sind und uns diese Kurzvideos anschauen, das macht uns depressiv, uns traurig. Ich glaube, das sind wichtige Fragen. Die Medien sind da, aber wir müssen lernen, mit diesen Medien umzugehen. Und da können wir auch als Eltern Vorbilder sein. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber mit der Kraft Gottes
Das ist, glaube ich, entscheidend, immer wieder den Tag mit Gott zu beginnen und niemals aufzugeben und seinen Kindern sie dahin zu führen, wo sie wirklich erzogen werden können, in die Gegenwart Gottes und in die Schöpfung. Denn wir sind nicht dazu geboren, vor den Bildschirmen zu hängen. Wir sind geboren, in der Schöpfung Gottes zu sein. Das erfüllt uns auch unsere Kinder. Wo lebte Johannes der Täufer? Lukas 1, Vers 39 und 40. Und wir haben die Fragen eigentlich gerade schon beantwortet. Lukas 1, 39 und 40. Lukas 1, Vers 39. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Machen wir mal einen Test. Wer hat heute aufgepasst bei der Predigt? Wo ist der Johannes geboren wahrscheinlich? In Hebron, richtig. Hebron, interessant, in der Bibel steht für die Erfüllung der Verheißung Gottes. Warum? Ein Beispiel, 1. Mose 23, Vers 17 bis 19. Ja, Hebron, das war der Ort, das erste Land, das Abraham erhalten hat als Land vom verheißenen Land Kanaan. Dann haben wir 2. Samuel, Kapitel 2, die Verse 1 und 4. Hier wurde David in Hebron zum König gesalbt. Wieder eine Erfüllung der Verheißung. Ganz spannend. Wo wuchs Johannes der Täufer auf? Lukas 1, Vers 80. Wir gehen in den nächsten Text. Lukas 1, Vers 80. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zu dem Tag seines Auftretens vor Israel. Das hier war eine freiwillige Entscheidung von Johannes dem Täufer. Er wollte hier Selbstverleugnung lernen und sich bewusst von den Massen entfernen der Stadt und Gott näher kommen. Wo möchte uns Gott heute haben? Wo sollen wir heute leben? Jetzt haben wir hier starke Aussagen aus dem Geist der Weissagung. Und ich weiß, das gefällt nicht allen von uns, aber ich glaube, es ist wichtig, das zu hören. Sie schreibt hier im Buch Country Living auf Seite 9 und 10, immer wieder hat der Herr angewiesen, dass unser Volk seine Familien aus den Städten aufs Land bringen soll, wo sie sich selbst versorgen können. Denn in der Zukunft wird das Kaufen und Verkaufen zu einem ernsten Problem werden. Wir sollen jetzt damit anfangen, die Anweisung, die uns immer wieder gegeben wurde, zu beachten, raus aus den Städten in ländliche Gebiete, wo die Häuser nicht dicht an dicht zusammenstehen und wo wir frei sind von feindlichen Störungen. Und dann haben wir Country Living auf Seite 12 und 13, und dort steht, lasst uns also keine Investition mehr in den Städten machen. Väter, Mütter, wie viel wert sind eure Kinder? Bereitet ihr eure Familienglieder auf die Wiederkunft Jesu vor? Was ist Behaglichkeit, Komfort und Bequemlichkeit schon verglichen mit dem Wert, den unsere Kinder haben? Lebst du heute auf dem Land oder lebst du in der Stadt? Ich meine, dort, wo du bist, gibt es da mehr Menschen oder mehr Natur? Das ist ganz einfach, oder? Also wenn du mehr auf dem Land lebst, wenn du hinausgehst, dann ist da mehr Natur. Und wenn du in der Stadt wohnst, ist da mehr man-made, also mehr Erschaffendes von Menschen. Und Gott möchte uns gerne auf dem Land haben. Denken wir zurück an die Corona-Krise. Wie war das damals? Die Menschen, ja, im Lockdown, die auf dem Land gelebt hatten, hatten es gut. Sie konnten einfach rausgehen. Und die anderen, die in der Stadt gewohnt haben, haben sich daran gehalten oder eben auch nicht beim Lockdown. Aber es hat wirklich Vorteile, auf dem Land zu leben, diese Ruhe, selber Sachen anzubauen und unabhängig zu sein und vor allem auch von den Einflüssen des Bösen, die ja in der Stadt herrschen. Wenn am Ende so ein großes Chaos ausbricht, haben wir es auf dem Land einfacher. Vielleicht ruft dich Gott heute auf und sagt, ziehe um. Kann ja sein, dass der Heilige Geist dich heute anspricht und sagt, geh aus der Stadt, geh aufs Land und wohne dort. Und warum nicht? Bete darum und sag Gott, wo möchtest du mich haben? Wo kann ich auf dem Land wohnen? Wie lebte Johannes der Täufer? Wie ernährte er sich? Das ist die nächste Frage. Wir gehen jetzt in Markus Kapitel 1, Vers 6 in den Text. Markus 1, Vers 6. Und dort lesen wir, dass er ziemlich urig aussah. Markus 1, Vers 6. Stellt euch vor, Johannes der Täufer wäre heute hier. Würde so auftreten? Spannend, oder? Markus 1, Vers 6. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren, trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß was? Heuschrecken und wilden Honig. Hast du schon mal Heuschrecken gegessen? Ist ja so gerade im Kommen, ne? Ist ja so modern. Die ganzen E-Stoffe, so, da sind die Namen versteckt. Und auf einmal, wenn wir irgendwelche, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich meine, es gehört zu haben, Kinderschokolade hat auch schon irgendwelche Heuschrecken drin oder irgendwelche unreinen Tiere. Genau, also Heuschrecken müssen wir ein bisschen weiter definieren, was es denn hier bedeutet, weil wir wollen in den Text mal hineingehen. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, kann Heuschrecken bedeuten, aber auch die Karob-Frucht. Kennt ihr Karob-Schokolade? Schon mal gegessen? Ja? Einige sagen super, andere sagen, naja, echte Schokolade ist schon noch ein bisschen besser. Ja?
Also Karob-Schokolade könnte auch damit gemeint sein. Wir finden eine Antwort im Geist der Weissagung. War Johannes der Täufer ein Fleischesser? Ja oder nein? Ihr habt die Antwort, sehr gut. Also, Councils on Diet and Foods auf Seite 71. Seine Ernährung war rein pflanzlich. Diese war eine Rüge gegen die Genusssucht und die überall vorherrschenden Völlereien. Okay, also er hat rein vegetarisch gelebt, oder? Nein, sondern was sagt der Text? Er hat rein pflanzlich gelebt. Also vegetarisch ist vielleicht eine Sache, vegan ist wieder eine ganz andere Sache, aber das ist eigentlich Gottes Originaldiät, Gottes Originalplan für uns. Wir werden auch eines Tages so leben auf der neuen Erde. Und Ellen White sagt, Fleisch essen ist keine Sünde, aber sie sagt auch, Achtung, Folgendes, wir sind hier in einem Zitat von ihr, sie sagt, Gott will uns Schritt für Schritt zu dem zurückführen, was er ursprünglich für uns vorgesehen hat, dass wir uns von den natürlichen Produkten unserer Erde ernähren. Unter denen, die auf das Kommen des Herrn warten, wird schließlich der Fleischgenuss aufgegeben werden. Das Ziel sollten wir stets im Auge behalten und uns fest darauf einstellen. Also, das Volk Gottes wird ganz am Ende kein Fleisch mehr essen. Interessant. Jetzt sagst du vielleicht, Daniel, weißt du, das schmeckt mir nicht. Ich liebe so sehr das Fleisch oder den Fisch. Es ist ein Prozess, es ist ein Weg, das ist ganz entscheidend. Und wir können uns auch da Gott hingeben und sagen, Gott, ich möchte gerne immer mehr dem Original näher kommen. Vielleicht sagst du, du willst einfach ein bisschen weniger Fleisch essen oder gar kein Fleisch mehr essen. Aber es macht doch Sinn, heute damit schon anzufangen, oder? Und nicht erst zu warten auf die letzten Tage vor der Wiederkunft Jesu. Vielleicht sagst du jetzt, was soll ich denn dann überhaupt kochen? Also vegetarisch, ja, vegan. Also es gibt sehr gute Rezepte. Meine Frau, die Rebecca, die ist auf Instagram unterwegs. Und kennt ihr das Instagram? Schon mal von gehört? Instagram, ja, so eine App. Und da kann man dort richtig coole Rezepte bei meiner Frau finden. Sie heißt Vegan Adventist. Müsst ihr mal reinschauen, ja, also Vegan Adventist. Nicht jetzt, später, okay, gleich folgen. Und da könnt ihr also wirklich so viele tolle Rezepte von ihr einfach, ganz einfach, erfolgreich, effektiv umsetzen. Es schmeckt und es macht Spaß. Für mich ist es eine Freude, so eine Frau zu haben, die nicht nur sehr gut aussieht, sondern auch sehr gut kochen kann. Ja, ist ein Segen. Okay, was sagt Ellen White zu dem Thema Ernährung noch? Vielleicht gehen wir erstmal in Lukas 1, Vers 15 rein. Wir haben da gelesen von dem Thema rein pflanzlich. Und jetzt haben wir noch etwas anderes, was wir trinken oder nicht trinken sollen. Lukas 1, Vers 15. Und dort steht, der Engel sagt hier, er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Also auch Alkohol war hier tabu für Johannes den Täufer. Auch Ellen White unterstützt sie. Sie sagt, Bier, Wein und alle Spiritosen sollten dagegen völlig gemieden werden und nicht nur in Maßen genossen werden. Auch als Freikirche haben wir uns hier klar positioniert. Wir sagen, wir möchten gar kein Alkohol zu uns nehmen. Jetzt sagst du vielleicht, naja, Alkohol ist ja für mich kein Thema. Gibt es auch noch andere stoffgebundene Süchte? Ja oder nein? Wie ist denn das mit Koffein? Mit Tein? Wie ist das mit Zucker? Jetzt wird es langsam nicht mehr so schön, oder? Ich meine, esst ihr gerne Zucker, so ab und zu mal ein Stückchen Schokolade? Also ein bisschen sich was gönnen, oder? Es ist ein Weg, ja? Das ist ganz entscheidend. Wir kommen zu Gott und wir sagen, Gott, ich möchte gerne deinen Plan erfüllen und führe du mich, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe. Es gibt noch eine ganz andere Sucht, ich glaube, die ist heute, also wirklich hat sie viele Menschen der Bevölkerung, ich glaube, die breiten Massen schon mitgenommen, und das ist die Internetsucht. Smartphone haben die meisten wahrscheinlich von uns, oder? Ich glaube, es gibt einige, die sowas noch gar nicht haben. Es gibt ja wenige Deutsche, die noch nie im Internet waren. Für mich unvorstellbar, ja, nie in das Netz zu gehen. Aber kennt ihr schon das Next Big Thing von Apple? Habt ihr davon gehört? Diese Woche hat Apple die Apple Eye Vision Pro vorgestellt. Was ist denn das? So eine Skibrille, die du da aufsetzt? Und Apple sagt, in der Zukunft werden wir alle kein Smartphone mehr haben, sondern alle diese Brille haben. Das ist Apples Vision. Und diese Brille, das ist Internet vor deinen Augen. Das heißt, du hast dann die Brille auf und siehst vor dir mehrere geöffnete Bildschirme. Zum Beispiel WhatsApp, dein Monitor und daneben noch einen anderen Desktop. Und dann bist du dauer-online. Und dann kannst du dabei 3D-Filme anschauen. Wenn du diese Brille aufsetzt, siehst du dann, also siehst die Realität und siehst die Computerwelt. Das ist dann beides miteinander verknüpft. Du kannst auch nur eintauchen in die Virtual-Reality-Welt. Und dann siehst du auf einmal, wie ein Schmetterling zu dir entgegenfliegt, ein virtueller Schmetterling, auf deiner Hand landet. Und dann sagst du, oh genial, aber du spürst nicht, wie er landet. So weit sind wir noch nicht. Warum macht das Apple? Ich glaube, dahinter ist nur eine Strategie. Wir sollen noch mehr im Internet sein.
noch mehr online sein. Ich glaube nicht, dass das Internet eine Erfindung Satans ist. Ich glaube auch, dass Gott das nutzen kann. Aber es gibt da große Gefahren. Und ich sage auch nicht, dass diese Brille ein satanisches Werkzeug ist. Ich glaube, wir können sie auch nutzen fürs Evangelium. Aber hier ist auch die Frage, wie viel Zeit sind wir denn online? Du kannst es ganz einfach tracken, indem du dein Smartphone nimmst und einfach mal schaust, wie viele Stunden warst du letzte Woche online. Kennst du ja, ne, diesen Bericht. Und dann kannst du es vergleichen, wie viele Stunden warst du online mit Gott im Himmel. Gute Frage, oder? Johannes der Täufer hat gesund gelebt und er hat das New Start-Modell praktiziert. Kennst du das New Start-Modell? Schon mal von gehört? Nutrition steht für Ernährung, Vollkornprodukte, genug Obst und Gemüse, vegan, vegetarisch, kein Zucker essen. Exercise, das ist Bewegung, täglich am besten eine Stunde aktive Bewegung, regelmäßig Sport. Man sagt so 12.500 Schritte am Tag sind genial oder 7 Kilometer. Dann haben wir hier Wasser, wie viele Gläser am Tag? 6 bis 8, ja, besser sind 8 Gläser. Kein Alkohol, kein Koffein, kein Tein. Sonne, ja, sich regelmäßig mit Sonnenlicht aussetzen, aber keinen Sonnenbrand dabei holen. Dann haben wir Temperance, Mäßigkeit, das Gute in Maßen, das Böse ganz meiden. Dann haben wir die Luft. Richtig atmen, oder? Und in die frische Luft genießen. Kein Rauchen. Erholung, das ist Rest. Schlafen. Früh genug schlafen gehen. Und dann lange genug auch schlafen. Ja, ist auch nicht so einfach für jeden von uns. Und dann das Thema Vertrauen, Trust. Jesus liebt mich, das Anerkennen täglich, Bibelstudium und das Wort Gottes. Wenn du dir diese New Start-Bereiche anschaust, gibst du irgendwelche Baustellen in deinem Leben? Oder sagst du, hey, ich bin da super unterwegs? Also bei mir läuft alles. Also ich lebe New Start. Ich muss sagen, ich tue es nicht. Ich habe meine Baustellen. Und da können wir auch überlegen. Und zu Gott kann man sagen, Herr, hilf mir, dass ich da richtige Entscheidungen treffe. Wie ist das möglich? Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Wie viel? Alles. Auch deine New Start-Baustellen kannst du mit Gottes Hilfe anpacken und verändern. Hast du schon mal gehört von dem Prinzip Low-Hanging Fruits? Kennst du das? Wer hat das schon mal gehört? Low-Hanging Fruits. Kommt so ein bisschen aus dem Bereich Wirtschaft. Und da geht es darum, dass ich mit wenig Einsatz einen maximalen Erfolg erziele. Also du gehst vielleicht zu deinem Apfelbaum und fängst an, die erste reife Frucht zu pflücken. Und du gehst dann sehr wahrscheinlich zu einem Apfel, der am niedrigsten hängt, der köstlich aussieht. Und dann pflückst du diesen ersten Apfel. Wenig Aufwand, viel Erfolg. Gibt es etwas in unserem Leben, wo wir so ein Low-Hanging-Prinzip, Low-Hanging-Fruits-Prinzip ausleben können, wo wir maximal von Gott gesegnet werden können und am besten alle oder die meisten New Start-Bereiche kombinieren können? Habt ihr da eine Idee? Irgendetwas, eine Maßnahme, eine Handlung, die wir leben können, wo wir ja 6 von 8 New Start-Bereiche kombinieren können? Ich habe eine gefunden. Ich habe lange danach gesucht. Ich habe Folgendes. Ich habe frische Luft, ich habe Sonnenschein, ich habe Mäßigkeit, ich habe Bewegung, ich habe Vertrauen, Ruhe in Gott. Es fehlt noch eine Sache. Und ich habe die Bewegung. Haben wir das schon gehabt? 6 von 8, ja. Ich muss ja mal durchschauen. 6 von 8 habe ich. Und diese 6 von 8 New Start-Bereiche finde ich, wo? Wenn ich einen Gebetsspaziergang praktiziere. Hast du das schon mal gemacht? Weißt du, was das ist? Gebetsspaziergang? Du hast frische Luft, du hast Sonnenschein, du hast Bewegung, du hast Mäßigkeit, du hast Ruhe, ich glaube, das hat gerade gefehlt, und du hast Vertrauen in Gott. Du hast 6 von 8 New Start-Bereiche. Ich muss auch sagen, meine Lieben, das hat mein Leben verändert. Als Pastor bin ich so oft unterwegs und ich sitze so viel Stress und es belastet manchmal. Wenn ich in die Natur gehe, in die Gegenwart Gottes, dann werde ich verändert. Ich muss auch bekennen, als Pastor bin ich auch ein Sünder. Und es gibt manchmal in meinem Leben Dinge, wo ich mich frage, Daniel, warum tust du das? Warum bist du da wieder gefallen? Und dann bin ich so voller Hass und so verbittert und so verärgert und ich frage mich, bin ich überhaupt jetzt noch in den Augen Gottes wert? Und was tue ich dann? Ich gehe in die Natur und ich bete und ich lese das Wort Gottes und dann bekomme ich und ich halte Vergebung. Ich spüre die Liebe Gottes. Es gibt Momente, meine Lieben, wenn ich da auf den Berg gehe, dort, ich wohne in Friesenheim im Schwarzwald und dann bin ich irgendwann oben auf dem Berg. Und dann lichtet sich der Nebel und dann kommt der Sonnenschein. Und dann ist der starke Wind da. Und ich lese das Wort Gottes und ich werde so berührt von seiner Majestät, von seiner Schöpfermacht. Dann lese ich diese Verheißung aus dem Wort Gottes und ich spüre, wie Gott mich liebt. Manchmal könnte ich die ganze Welt umarmen, wenn ich dort oben auf dem Berg stehe.
dann habe ich manchmal Hass in meinem Herzen. Ich bin verärgert. Ich mag irgendwelche Menschen nicht, weil sie mich vielleicht nicht mögen. Und dann gehe ich zu Gott und ich sage, Jesus, schenk mir Liebe für diese Menschen. Ich habe sie nicht. Und dann spüre ich, wie Gott mein Herz verändert dort oben auf dem Berg. Und ich komme verändert wieder. Nicht jedes Mal mache ich so diese überwältigende Erfahrung mit Gott, aber ich muss euch sagen, diese Gebetsspazierung hat mein Leben radikal verändert. Hast du so einen Ort, wo du Gott begegnest? Irgendwo in der Natur, wo du Bewegung hast, frische Luft, Sonnenschein, Ruhe, Mäßigkeit? Ich lade dich ein, probier das mal aus. Du kannst nur gewinnen. Jeden Tag, jeden zweiten Tag, ein-, zweimal die Woche, eine Stunde raus in den Wald. Nur du und Gott alleine. Nimm das Wort Gottes mit, Schriften von Ellen White, und du wirst erleben, wie dich das verändert. Vielleicht ist das der Impuls heute für dich. Wir haben über das Leben geredet von Johannes dem Täufer. Wir wollen uns jetzt ein bisschen Gedanken machen über seine Berufung, über seinen Charakter. Wir wollen da den Text aufschlagen aus Matthäus 3, Vers 3. Matthäus 3, Vers 3. Johannes war berufen. Er war prophetisch vorhergesagt. Er hatte eine klare Mission und er verkündigte die gegenwärtige Wahrheit. Matthäus 3, Vers 3. Matthäus 3, 3, das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Herrn den Weg, macht seine Pfade eben. Johannes identifiziert sich selber mit dieser Stimme. Und ich frage mich, hat Gott heute auch so eine Stimme, die die Welt auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet? Eine Bewegung. Klar, Offenbarung 12, Vers 17, oder? Die übrigen, Gottes Endzeitgemeinde, die den lauten Ruf verkündigen wird, aus Offenbarung 18, die dreifache Engelsbotschaft. Und Jesus Christus wird dann sehr bald wiederkommen. Was war die Mission von Johannes dem Täufer? Lukas 1, Vers 16 und 17. Schauen wir mal rein. Lukas 1, Vers 16 und 17. Was war seine Mission? Was war seine Aufgabe? Sein Dienst? Lukas 1, 16 und 17. Lukas 1, 16 und 17. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwandeln zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das hier war seine Mission. Erstens, Menschen zur Umkehr aufzurufen, aufzurütteln und zweitens, Familien zu heilen, zu verbinden. Und dann schließlich haben wir noch Vers 17. Hier haben wir dann sein ultimatives Ziel, die Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu. Vers 17 war das. Ellen White sagt dazu, im Leben Jesu auf Seite 87, seine Worte waren klar, bestimmt und überzeugend. Ach, wie gerne hätte ich mal einmal so live so eine Predigt von Johannes dem Täufer gehört, du nicht auch? Wäre das nicht genial, wenn er heute hier wäre und zu uns predigen würde? Johannes der Täufer, seine Worte waren klar, bestimmt und überzeugend. Das Volk war aufgerüttelt. Scharenweise zog es hinaus in die Wüste. Hier verkündigte Johannes das Kommen des Messias und rief die Menschen zur Buße. Was ist heute unsere Mission? Die gleiche, oder? Ein Volk vorzubereiten auf die Wiederkunft des Herrn, auf das zweite Kommen Jesu. Und dann haben wir noch die Botschaft von Johannes dem Täufer. Die finden wir in Matthäus 3, Vers 2. Matthäus 3, in den Text gehen wir rein. Matthäus 3, Vers 2. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Hier haben wir eine gegenwärtige Wahrheit. Zu allen Zeiten hatten wir eine gegenwärtige Wahrheit. In den Tagen Noahs, komm in die Arche. In den Tagen Sodom und Gomorras, verlasse die Stadt. Zur Zeit Jesu, die gegenwärtige Wahrheit. Jesus Christus ist der Messias, das Himmelreich kommt. Und dann heute, Jesus kommt wieder. Und Buße tun und das Himmelreich kommt, das ist auch heute unsere Botschaft. Die finden wir in der dreifachen Engelsbotschaft wieder. Da haben wir am Anfang ja die Rechtfertigung, fürchtet Gott, dann haben wir die Heiligung, gebt ihm die Ehre, haltet seine Gebote, dann haben wir den Sabbat. Also die gleiche Botschaft, die Johannes der Täufer hatte, verkündigen wir heute auch. Was ist denn überhaupt Buße tun? Bist du schon mal von einem Navi gewarnt worden, bitte wenden? Kennst du das? Bitte wenden? Wenn das auf der Autobahn kommt, ist das nicht so gut, ne? Es gibt ja wirklich Menschen, die auf der Autobahn wenden. Keine gute Idee, ja? Aber wenn dein Navi sagt, Google Maps, bitte wenden, dann wirst du wahrscheinlich die nächste Ausfahrt rausfahren und wenden. Und genau das ist das, was die dreifache Engelsbotschaft und auch die Botschaft von Johannes dem Täufer war. Tut Buße, also umkehren, eine radikale Umkehr. Zu Gott hin, mit dem Leben, eine Entscheidung für ihn treffen, eine Beziehung zu ihm zu haben. Welchen Charakter hatte Johannes der Täufer? Was hat ihn ausgezeichnet?
Und gleich geht es ans Eingemachte. Er war selbstbeherrscht. Bist du selbstbeherrscht? Gar nicht so einfach, selbstbeherrscht zu sein, oder? Im täglichen Leben. Was hat ihn ausgezeichnet? Mäßigkeit und Einfachheit. In Markus 1, Vers 6 haben wir gelesen, Johannes war bekleidet mit Kamelhaaren, trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Ellen White sagt dazu, Achtung, Leben Jesu, Seite 206, seine schlichte Kleidung wie auch sein entsagungsvolles Leben entsprach genau dem Wesen seiner Botschaft. Reiche Gewänder und luxuriöses Leben passen nicht zu den Dienern Gottes, sondern zu denen, die in der Königehäusern leben, zu den Herrschern dieser Welt als Zeichen ihrer Macht und ihres Glanzes. Reiche Gewänder, schickimicki, sich super zu kleiden, um sein Ich aufzupolieren, passt nicht zu Dienern Gottes. Das hören wir nicht immer so gerne, oder? Unser Leben, unsere Kleidung soll unsere Botschaft widerspiegeln. Und ich glaube, es ist nicht verkehrt, Kleidung zu tragen, die Qualität hat, die gut aussieht. Die vielleicht auch ein bisschen teurer ist, aber nicht super teurer ist. Warum? Weil wenn unsere Kleidung unser Gott ist, haben wir ein Problem. Und genau das ist der Punkt. Deswegen haben wir als Freikirche auch gesagt, dass wir gegen Äußerlichkeiten, gegen Schmuck auch sind. Weil wir sagen, wir wollen uns selber nicht aufwerten, sondern es geht um unseren inneren Werk, unseren Charakter. Und nicht nur das, was ich an meinen Ohren habe, kann Schmuck sein, sondern auch meine Kleidung kann Schmuck sein. Oder auch meine Schuhe oder mein neuestes Smartphone. All das kann Schmuck sein. Und da ist die Frage, was ist mein Gott und für wen lebe ich? Wer war Johannes? Was war das für ein Mensch? Er hat sich selber verleugnet. Johannes 3, Vers 30, ein spannender Text. Johannes 3, Vers 30. Und da hat Johannes gerade eine Sinnkrise erlebt, Johannes 3, Vers 30. Und da lesen wir, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er lenkte die ihm zugedachte Aufmerksamkeit zu Jesus Christus. Wo sind wir da heute? Für wen leben wir? Wofür schlägt unser Herz? Für unsere Follower bei Instagram, für irgendwelche Likes auf Facebook, für Lob, für Anerkennung, für Beifall, leben wir für Christus? Was ist unsere Motivation auch für geistliche Arbeit in der Gemeinde? Das sind alles Fragen, die wir uns manchmal nicht so gerne stellen, oder? Aber Jesus kann uns dafür geben, einen Neuanfang schenken, dass wir für ihn leben. Welchen Charakter hatte Johannes der Täufer? Matthäus 14, die Verse 3 und 4. Matthäus 14, die Verse 3 und 4. Hier lesen wir von Johannes, der im Gefängnis ist, denn Herodes hatte den Johannes ergreifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis bringen lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Johannes war der Erste, der das Reich Christi verkündigte und auch der Erste dafür leiden sollte. Er hatte ja die Sünde hier getadelt beim Namen genannt, aus der Motivation der Liebe hinaus, weil er Herodes helfen wollte und ihm nicht verdammen wollte. Und jetzt musste er dafür leiden. Vorher hatte er viel Arbeit, jetzt war er untätig. Er war einsam, alleine. Und er litt darunter, er konnte nicht die Früchte seiner Arbeit sehen. Und dann haben wir diesen Text in Matthäus 11, Vers 11, wo Jesus dann sagt, Matthäus 11, Vers 11, ich habe den Text lange nicht verstanden, Matthäus 11, Vers 11, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren ist, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer, doch der Kleinste ist im Himmel größer als er. Was heißt das? Nicht so einfach zu verstehen, oder? Der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Ellen White erklärt uns das mit folgenden Worten, sie sagt, der kleinste Jünger in der Gegenwart Jesu, der die Wunder von Jesus erlebt hat, war größer als Johannes der Täufer, der jetzt im Gefängnis war. In anderen Worten, die Menschen, die bei Jesus waren und die erlebt haben, wie er Tote auferweckt hat zum Leben, die haben ja, einen größeren Segen erleben dürfen als Johannes der Täufer, der gerade hier im Gefängnis ist. Die werden also als größer bezeichnet. Und dann ging Woche um Woche vorbei. Johannes wurde angegriffen von Dämonen. Da waren Zweifel, da waren Fragen und er hat sich immer wieder die Frage gestellt, warum befreit mich Gott nicht? Warum bin ich hier gefangen? Was soll das alles? Was hat das alles für einen Sinn? War für Jesus vielleicht doch nicht der Messias? Da war diese Sinnkrise in deinem Leben, eine geistliche Krise. Hast du in deinem Leben schon mal eine geistliche Krise gehabt? Kennst du das? Wo du dich fragst, Gott, warum das alles? Warum erlebe ich gerade finanzielle Schwierigkeiten, Arbeitslosigkeit? Warum geht meine Ehe kaputt? Warum hören meine Kinder nicht, entscheiden sich für den falschen Weg? Warum stirbt mein Ehepartner? Warum muss ich so einen schrecklichen Unfall erleben? Warum diese Krankheit, diese Depression?
Kennst du diese Fragen? Warum Gott? Warum ich? Wo bist du? Warum muss ich so leiden? Warum dieses Unglück? Was hat Johannes der Täufer hier gemacht? Das ist ganz spannend. Drei Dinge, sagen es der Geist der Weissagung. Erstens, er hat sich erinnert an die Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat. Wenn du in einer Krise steckst, woran kannst du dich erinnern? An deine Erfahrung, die du mit Gott gemacht hast. Denke zurück, wofür du dankbar sein kannst. Und zweitens, er hat die Verheißung studiert, er hat das Wort Gottes gelesen. Er hat auf das Happy End geschaut. Und drittens, was hat er gemacht, Johannes der Täufer? Er ist direkt mit seinen Problemen zu Jesus gegangen. Kleine Mitmenschen können uns auch helfen, aber Jesus, glaube ich, der beste Seelsorger, oder? Wenn du in einer Krise steckst, drei Dinge können dir helfen. Erstens, denke zurück, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat. Zweitens, die Verheißung Gottes. Das Positive, was kommen wird. Und drittens, was war das nochmal? Komm mit deinem Problem direkt zu Gott, zu unserem Schöpfer im Himmel. Fassen wir zusammen. Johannes der Täufer war prophetisch vorausgesagt, verkündigte die gegenwärtige Wahrheit, erfüllte ein Leben voller Selbstbeherrschung, Einfachheit und Mäßigkeit. Johannes verleugnete sich selber, er war treu in der größten Krise seines Lebens. Ich möchte dir heute eine Geschichte erzählen, die mich sehr bewegt hat, von einem modernen Johannes dem Täufer. Naja, ist schon einige Jahre zurück, diese Geschichte. Wir sind hier in den 70er, in den 80er Jahren in China. Und damals gab es in China extrem wenig Bibeln. Und wenn man eine Bibel in den Händen halten wollte, musste man 3 bis 6 Monate zu Fuß gehen. So wertvoll war die. Man hat die abgeschrieben, man hat die versteckt. Und die Christen wurden verfolgt. Wenn du eine Bibel haben würdest, dann würde, wenn das an die Öffentlichkeit kommt, du würdest verhört werden, du würdest geschlagen, gefoltert werden, ins Gefängnis gesteckt werden, vielleicht würdest du auch sterben für die Bibel, für das Wort Gottes. Da frage ich mich manchmal, wissen wir das zu schätzen, was wir heute zu haben in unseren Händen? Das Wort Gottes. Wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Aber das ist eine andere Frage. Und dann war da eines Tages eine große Lieferung an Bibeln, die reinkam nach China. 10.000 Bibeln. Richtig viel, oder? 10.000 Bibeln. Und da gab es einen Pastor, Pastor John, so hieß er, der war älter als 70 Jahre alt, ein Mann des Glaubens, ein Mann des Gebets. Und er sollte die Bibel bei sich lagern. Die Behörden haben davon mitbekommen. Und Pastor John hat die 10.000 Bibeln dann woanders hingelagert, an einem anderen Ort. Die Behörden sind dann gekommen und Pastor John, der vorher auch schon mal im Gefängnis war, auch schon vorher gefoltert wurde, fast zu Tode gehungert ist, dann haben sie ihn mitgenommen, mitgestellt, haben ihm gesagt, wir wissen, dass du 10.000 Bibeln empfangen hast, wir wissen, dass die hier sind, wir haben sie bei dir nicht gefunden, aber die sind hier. Wir werden sie finden, wir werden dich so lange foltern, bis du uns die Namen deiner Kontaktperson gibst. Pastor John wurde dann ins Gefängnis geschleppt, er wurde auf einen Stuhl gestellt, beziehungsweise eine Box, die war ungefähr 1 Meter hoch, 30 Zentimeter breit und dort hat man dann eine Schlinge um seinen Hals getan. Man hat zu Pastor John gesagt, du wirst jetzt so lange dort oben stehen, bis du uns die Namen bekennst, deiner Kontaktperson. Und Pastor John wusste, wenn er einmal das Gleichgewicht verliert, wie breit war die Box? 30 Zentimeter. 1 Meter hoch, 30 Zentimeter breit. Wenn er einmal das Gleichgewicht verliert, dann hängt er. Und dann war es das. Und Pastor John, was macht er? Er fängt an zu predigen. Er bekennt den Namen Jesu Christi. Und die ganzen Gefangenen, die Insassen hören zu, auch die Wärter und denken, boah, was für ein verrückter Typ, der ist kurz davor zu sterben, jetzt fängt er an zu predigen und dann ist der erste Tag vorbei. Pastor John hat am zweiten Tag Durst. Er sagt, Jesus, ich brauche dich jetzt. Und der Himmel öffnet sich und er kann etwas trinken. Und dann irgendwann merkt er am zweiten Tag, er packt es nicht. Er hat die ganze Nacht nicht geschlafen, er hat nichts gegessen. Er wurde vorher gefoltert. Der Mann ist über 70 Jahre alt. Und am zweiten Tag betet er und er merkt, wie Gott seine Knie festigt und er steht. Dann kommt der dritte Tag. Und die Menschen fragen sich, 3 Tage auf dieser Box zu stehen, das ist unmöglich. Das geht nicht. Dann kommt der vierte Tag. Der fünfte Tag. Pastor John schläft 5 Tage nicht. Hast du schon mal 5 Tage nicht geschlafen? 30 Zentimeter ist die Box breit. Hier hängt der Strick. Wenn er einmal fällt, dann baumelt er. Dann kommt der sechste, der siebte Tag. Unglaublich. Ich könnte noch nicht mal 7 Minuten ruhig auf einer Box stehen. Aber dieser Mann, 7 Tage. Gott verbringt hier ein unglaubliches Wunder. Dann kommt der 8., der 9., der 10. Tag. 10 Tage lang schläft Pastor John nicht. Er trinkt kaum etwas, er isst nichts. Und er ist mit seiner Kraft am Ende. Dann kommt der 11. Tag. Und die Leute sagen sich, das ist unglaublich, ein lebendiges Wunder hier. Dann kommen wichtige Leute außerhalb des Gefängnisses, sie wollen das beobachten, diese Szene, wollen überlegen und schauen, wie lange hält er noch aus. Dann kommt der 12. Tag, der 13. Tag. Pastor John steht immer noch auf der Box.
jetzt merkte, es geht nicht mehr weiter. Es kommt ein Unwetter, da ist Sturm, da ist Wind und Pastor John baumelt. Hängt noch nicht am Strick, bewegt sich hin und her. Und er merkt, Jesus, ich kann nicht mehr. Ich Blitz zucken und der Wind ist zu stark und Pastor John gibt sein Leben Jesus Christus und er lässt sich fallen in den Strick und er hängt. Er röchelt. Es sind nur noch Sekunden und dann wird er sterben. In diesem Moment kommt eine Gewitterwolke direkt über das Gefängnis und ein Blitz zuckt. Schlägt direkt in den Innenhof des Gefängnisses ein und dieser Blitz trifft nicht Pastor John, aber den Strick. Durchtrennt den Strick und Pastor John fällt auf den Boden. Und er ist kurz ohnmächtig, kurz nicht mehr da. Dann wird er aufgeweckt, aufgerüttelt. Die Leute sagen, du lebst. Wie ist das möglich? Gott sei gelobt. Halleluja. Wisst ihr, was die Folge dessen war? 70, 80 Gefängnisinsassen und Wärter entscheiden sich für Jesus Christus. Wow. Was kann Gott heute tun, wenn wir ihm treu sind, oder? So ein moderner Johannes der Täufer. Was für eine Geschichte. Welchen Lohn erhielt Johannes der Täufer? Wie endete sein Leben? Wir kommen hier zur letzten Frage. Wir haben über sein Leben geredet. Wir haben über seine Berufung, über seinen Charakter nachgedacht. Jetzt die Frage, welchen Lohn erhielt Johannes der Täufer? Matthäus 14, Vers 5. Matthäus 14, Vers 5. Und er, Herodes, wollte ihn, Johannes, töten, hatte aber Angst wegen der Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Zeitlich später sagt uns der Geist der Weissagung, Herodes wollte Johannes sogar gerne freilassen, aber irgendwas hat ihn gehindert. Und tatsächlich hat Johannes, der Täufer, auch predigen dürfen zu Herodes. Herodes hat ihn gerne gehört und Herodes hatte auch Respekt, Achtung vor Johannes dem Täufer. Aber dann gab es auch noch jemand anders, das war Herodias, die wollte Johannes dann umbringen. Und dann kam diese große Party, diese riesige Saufgelage. Der Verstand ist benebelt durch den Alkohol. Da ist die Bum-Bum-Musik. Und dann diese junge Frau, die dort tanzt. Und diese Saufgelage, diese einzige Nacht, kostet dann das Leben von Johannes dem Täufer, einer der größten Propheten, die jemals existiert hat. Wir lesen den Text aus Matthäus 14, die Verse 8 bis 11. Matthäus 14, die Verse 8 bis 11. Da sie aber von ihrer Mutter angeleitet war, sprach sie, gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt des Johannes des Täufers. Und der König wurde betrübt, doch um des Eides willen und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er es zu geben. Und er sandte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben und sie brachte es ihrer Mutter. Warum? Warum musste Johannes der Täufer sterben? Wusste Jesus, dass Johannes der Täufer bis zum Ende ihm treu sein würde? Wusste Jesus, dass Johannes der Täufer bis zum Ende standhaft sein wird? Ja, Jesus hat es zugelassen, weil er wusste, dass Johannes der Täufer bis zum Ende in der Prüfung Gott standhaft und treu sein wird. Und hier können wir lernen, Gott lässt nur das zu, was wir auch ertragen können, mit seiner Kraft. Nicht aus eigener Kraft, aber mit seiner Kraft. Johannes der Täufer hat sein Leben verloren, aber nicht sein ewiges Leben. Er hat sein Haupt verloren, aber nicht seinen Vater im Himmel. Warum musste Johannes der Täufer sterben? Ich habe für mich zwei Antworten gefunden. Erstens, er war ein Vorbild für alle Märtyrer, die noch nach ihm kommen würden. Johannes der Täufer war Gott treu bis zum Ende. Und nach ihm mussten viele in der Christenverfolgung schrecklich damals ihr Leben lassen. Und manchmal ist es so, wenn Menschen leiden und wenn sie sterben, wir uns fragen, warum passiert das? Ich muss auch jetzt an meine Tante denken, die Frau von Olaf Schröer, an die Astrid. Und manchmal fragen wir uns, warum passiert das? Aber manchmal lässt Gott Dinge zu als Vorbild für andere Menschen. Und dann noch eine zweite Antwort, die ich gefunden habe. Was ist die größte Ehre, die jemals ein Mensch empfangen kann? Was ist das größte Geschenk, was Gott einem Menschen geben kann? Ewiges Leben? Erlösung? Ich habe etwas anderes gefunden in den Schriften von Ellen White und ich musste schlucken. Und hier steht, Achtung, im Leben Jesu auf Seite 214,
von allen Gaben, von allen Geschenken, von allen Gaben, die der Himmel Menschen verleihen kann, ist die Gemeinschaft mit Christus im seinen Leiden das größte Vertrauen und die höchste Ehre. Hast du das gehört? Was ist das größte Geschenk? Die größte Ehre, die jemals einem Menschen verliehen werden kann? Im Leiden für Jesus vereint, mit ihm vereint zu sein. Für Jesus zu leiden, für ihn zu sterben. Ich weiß nicht, ob ich gerne sterben möchte als Märtyrer. Ich weiß es nicht, ob ich stark genug bin. Aber wenn Gott mich auswählt und dich auswählt, dann wird er uns stark genug machen. Und es ist eine besondere Freude, ein besonderes Geschenk des Himmels. Die größte Ehre, die überhaupt ein Mensch empfangen kann. Johannes hatte Teil am Leiden Jesu und er hat göttlichen Beistand erlebt. Wusstest du, dass Engel ihn im Gefängnis besucht haben? Kurz bevor er starb, immer wieder kamen Engel zu ihm und haben ihn ermutigt. Sie haben ihm die göttlichen Verheißungen vorgelesen. Und sie haben ihm die Prophetie erklärt. Engel waren bei Johannes dem Täufer. Und wir liefen in den letzten Minuten ab im Leben von Johannes dem Täufer. Wir wissen es leider nicht. Die Bibel und der Geisterweissagung schweigt, aber, meine Lieben, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es genauso war wie in den letzten Minuten von einem anderen Märtyrer, der genauso gestorben ist, der auch enthauptet wurde, wie Paulus. Hast du das schon mal gelesen, wie Paulus gestorben ist, wie seine letzten Minuten waren? Und ich bin mir sicher, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es ähnlich war. Es war eine Nacht- und Nebelaktion, da waren nur wenige Zuschauer vor Ort, nur die abgebrühten Soldaten. Und wahrscheinlich bekehrten sich später einige davon. Er vergab seinen Mördern und er sah nicht das Schwert, er sah nicht die Erde, die sein Blut aufnehmen würde, er sah nur die Ehre, für Gott zu sterben. Und dann hörte er wahrscheinlich den Ruf der Märtyrer, die auch für Jesus Christus leiden und sterben würden. Der letzte Moment war wahrscheinlich jener. Nicht, da rollt gleich mein Kopf und gleich sterbe ich, sondern der letzte Moment war, die Freude auf die Wiederkunft Jesu. Gleich sehe ich meinen Erlöser. Gleich werde ich ihn in den Wolken des Himmels kommen sehen. Gleich bin ich mit ihm vereint. Und dann rollte sein Kopf. Und die allerletzten Sekunden, das war Freude, das war Glück, das war Erfüllung. Und diese Momente der Freude, die wird Johannes der Täufer auch haben, wenn Jesus Christus ihn auferwecken wird von den Toten. Diese Erfüllung, dieser Friede, dieses Glück, endlich kommt er, mein Erlöser. Fassen wir zusammen. Johannes der Täufer hatte gläubige Eltern, erlebte prinzipientreue biblische Erziehung. Seine Lehrer waren Gott, prophetische Schriften und die Schöpfung. Wo lebte er? Einsamer Wohnort in der Natur Gottes, ein gesunder Lebensstil, pflanzliche Ernährung. Er war prophetisch vorhergesagt. Er hat die Menschen auf das erste Kommen Jesu vorbereitet. Er hat eine klare, gegenwärtige Botschaft. Tut Buße, das Himmelreich kommt. Sein Charakter war Selbstbeherrschung, Mäßigkeit, Einfachheit, Selbstverleugnung, Treue. Sein größter Lohn war, sein größtes Geschenk, das er von Gott erhielt, für Jesus zu sterben. Bist du heute auch so ein moderner Johannes der Täufer? Achtung, ich sage nicht, dass wir alle als Märtyrer für Jesus sterben werden. Ich weiß ja nicht, wann Jesus wiederkommt. Das kann sehr schnell gehen. Vielleicht wird es noch ein wenig dauern. Es wird nicht noch 1000 Jahre dauern, das auf gar keinen Fall. Aber in der letzten Zeit, wenn einige Menschen ihr Leben für Jesus lassen, damit wiederum andere Menschen das Evangelium annehmen. Jetzt ist meine Frage an dich, wärst du bereit, für Jesus zu sterben? Die erste Frage, die viel wichtigere Frage ist, wärst du bereit, deinem Ich zu entsagen, dein Ich zu begraben und dort in der Erde zu lassen? Das ist viel wichtiger. Ich glaube auch viel schwieriger vielleicht, als sein Leben wirklich für Jesus zu lassen. Denn der Kampf gegen das Ich ist der größte Kampf, den wir auszufechten haben. Ein anderer moderner Johannes der Täufer ist Michael Sattler. Hast du schon mal von Michael Sattler gehört? Wer kennt ihn? Also nicht persönlich, aber hat schon mal von ihm gehört. Ja, ein Theologe da hinten. Super. Michael Sattler war ein Anabaptist. Was sind das für Menschen? Das sind unsere geistlichen Vorfahren in der Reformation. Anabaptisten haben an die Wiederkunft Jesu geglaubt, haben die Erwachsenentaufe gehabt, haben gesagt, die Bibel ist das Wort Gottes. Und Michael Sattler hat irgendwann herausgefunden, es macht Sinn, das Wort Gottes selber zu lesen. Michael Sattler war jemand, der gesagt hat, es ist nicht gut, dass die römische katholische Kirche, und hier reden wir mit Respekt über diese Menschen, wir glauben, dass in der römisch-katholischen Kirche viele Menschen wirklich Gott lieben und auch erlöst sind, das aber noch nicht wissen, die ganze Wahrheit. Und dieser Michael Sattler hat dann gesagt, warum darf nur der Klerus, ja,
die Bibel lesen. Warum nicht das einfache Volk? Und er hat das angeprangert. Er ist dann vorangegangen gegen die katholischen Irrlehren, hat sich dann irgendwann taufen lassen, Erwachsenentaufe, wurde dann Anabaptist und war richtig on fire, also richtig leidenschaftlich hat er für Jesus Christus gepredigt. Er brannte für den Herrn. Und er ist umhergezogen, hat viele Menschen zu Jüngern gemacht. Er war aktiv im Dienst Gottes, direkt an der Front. Er wurde natürlich von der katholischen Kirche verfolgt und hat gesagt, wir werden dich als Ketzer so lange jagen, bis wir dich finden und dann werden wir das aus sich heraus prügeln. Wir werden dich wieder zur wahren Lehre zurückbringen. Eines Tages haben ihn dann wirklich geschnappt und dann hat man ihn jetzt mal bearbeitet. Er hat gesagt, widerrufe Michael, sonst wirst du leiden. Aber er hat gesagt, ich werde nicht widerrufen, ich werde Gott treu sein, bis zu meinem Ende. Man hat ihn dann einige Fleischstücke aus seinem Körper entfernt mit einer Zange, hat ihm dann die Zunge entfernt, weil viele haben gepredigt oder gesungen, als sie dann brannten. Und dann haben sie ihn vorbereitet auf seinen Tod. Hat ihn dann mitgeschleppt und dort gefesselt, beziehungsweise also die Hände noch ein bisschen freigelassen, aber sonst gefesselt, dass er nicht davonlaufen konnte. Und dort stand er und brannte für Jesus. Die Flammen krochen an ihn empor und jetzt waren seine Freunde da. Auch teilweise Anabaptisten, andere Christen, geheim, undercover, und haben das beobachtet. Wird Gott diesem Michael Sattler, unserem Freund, wird er ihm beistehen bis zum Ende? Denn Michael Sattler hatte mit seinen Freunden in seiner Gemeinde ausgemacht, wenn Gott mir beisteht, wenn ich seinen Frieden spüre, wenn ich erlebe, wie er mich durchträgt, dann werde ich meine Hand heben. Und jetzt ist dort Michael Sattler ohne Zunge, schrecklich gefoltert vorher, Blut am ganzen Körper, er brennt und er hebt nicht seine Hand. Und seine Freunde schauen und er steht dort, wie angewurzelt. Die Flammen fressen ihn auf und plötzlich ist eine Bewegung, seine Hand sichtbar. Die Hand bewegt sich. Sie steigt hoch, wieder runter. Dann geht sie immer höher. Sie geht noch höher, sie bleibt oben stehen. Und da brennt Michael Sattler und er stirbt. Jesus hat ihn durchgetragen, war bei ihm. Was für ein Mensch. Pastor John, Michael Sattler und Johannes der Täufer, das sind alles Typen, alles Muster, alles Beispiele für die letzten Tage, für die letzte Generation, für die letzte Bewegung, die den lauten Ruf verkündigen. Meine Frage ist, bist du heute auch so ein Johannes der Täufer? Wenn ich in mein Herz schaue, sehe ich, dass ich da viele Baustellen habe, dass ich manchmal so weit entfernt bin von dem Ideal. Ich muss das ehrlich sagen. Die Leute denken manchmal, ich bin Pastor und ich bin so ein toller Kerl. Bin ich nicht. Ich bin so ein Sünder, genauso wie du. Ich brauche die Gnade, Jesu, genauso wie du. Weißt du, du kannst Siebenten-Tags-Adventist sein, du kannst getauft sein, du kannst in der Gemeindearbeit aktiv sein, du kannst Menschen zu Jesus führen, du kannst gut singen, du kannst Gemeindeleiter sein, was auch immer. Leute können dich anhimmeln, aber du kannst dennoch verloren sein. Weil dein Ich dein Gott ist. Nicht Jesus Christus. Bist du heute so ein moderner Johannes der Täufer? Bist du heute gestorben? Also dein Ich, hast du dich diesem Ich entsagt? Wärst du bereit für Jesus zu sterben, auch wenn es wirklich darauf ankommt als Märtyrer? Oder gibt es irgendetwas, was dich trennt von unserem Schöpfer Gott? Irgendetwas, was du in deinen Händen festhältst und was du nicht loslassen kannst. Wo du sagst, das will ich gerne noch mit in den Himmel nehmen, Herr Jesus. Das brauche ich. Das gibt mir so viel Glück und so viel Erfüllung. Oder das ist so ein Schmerz oder so eine Enttäuschung oder eine Krankheit oder irgendwas, was dich von Jesus trennt. Hältst du heute krampfhaft an etwas fest, was dich daran hindert, deinem Ich loszusagen? Vor vielen Jahren hat dieser bekannte Prediger Dwight L. Moody gepredigt vor Hunderten, vor Tausenden Menschen. Und Dwight L. Moody stand am Ausgang, wie das so der Prediger manchmal macht, oder? Er hat den Menschen die Hand geschüttelt und da war eine Mutter mit ihrem Sohn. Und dann hat die Mama zu ihrem Sohn gesagt, jetzt sind wir dran gleich. Komm, schüttel mal die Hand von dem berühmten Prediger, von dem Dwight L. Moody. Und der kleine Junge hat einfach nur so gemacht. Die Mama hat sich gefragt, hey, was ist denn hier los? Warum machst du es denn so? Hey! Und dann hat der Prediger die Hand ausgestreckt, dem Kind geredet, aber der Junge hat einfach nur so eine Faust geballt
Dann hat die Mama ganz sanft und liebevoll die Faust genommen von dem kleinen Jungen und sie geöffnet. Was war da drin? Eine kleine Murmel. Der kleine Junge hatte Angst, dass er diese kleine Murmel verliert, wenn er dem großen Prediger seine Hand schüttelt. Was hast du heute in deiner Hand? Welche Murmel hältst du heute fest? Ich weiß es nicht. Ich weiß, was meine Murmel ist, aber es ist deine. Bist du heute bereit, deine Hand zu öffnen und diese Murmel Jesus zu geben? Vielleicht ist es eine Sünde, eine schlechte Gewohnheit, negative Gefühle, Gedanken. Vielleicht ist es etwas, was keiner weiß, nur du und Jesus. Vielleicht sind es Schmerzen, Enttäuschung, Frust. Vielleicht sind es Krankheiten, vielleicht ist es Depression. Vielleicht ist es irgendetwas anderes, vielleicht etwas Neutrales, was Gott dir geschenkt hat, aber für dich ist es ein Gott geworden. Und du betest nicht mehr Gott im Himmel an, sondern die Schöpfung. Was hast du heute in deiner Hand? Bist du bereit, mit mir heute deine Hand zu öffnen, diese Murmel unserem Vater im Himmel zu geben und zu sagen, Jesus, hier, nimm das von mir. Ich möchte gerne zu 100% ganz auf deiner Seite sein. Ich möchte gerne ein moderner Johannes der Täufer sein. Meinem Ich entsagen und dir treu sein. Und wenn es sogar so wäre, treu bis zum Tod, bis zum Ende. Mit deiner Kraft, zu deiner Ehre, aus deiner Hand will ich alles nehmen. Wie wäre es, wenn wir heute diese Entscheidung treffen, du und ich persönlich? Bist du bereit, diese Murmel heute Jesus zu geben? Ich möchte das gerne tun. Wie wäre es, wenn wir heute gemeinsam niederknien und beten und dass wir, du und ich, heute leise, persönlich, im Stillen unsere Murmel Jesus geben? Das geht keinem anderen etwas an, was dich von Jesus trennt, nur deinem Vater. Wollen wir jetzt gemeinsam niederknien und Jesus diese Murmel geben? Lass uns das tun und ich möchte gerne eine kurze Zeit lassen im Gebet, eine kurze Pause und dann darfst du deine Murmel, das, was du heute festhältst, Jesus gerne geben und ich werde danach das Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, danke, dass du heute klar und deutlich zu uns persönlich geredet hast. Heiliger Geist, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass du uns gerade offenbart hast, auch mir, uns, welche Murmel wir in unserer Hand haben. Wir möchten sie dir gerne geben in diesem Moment. Danke dafür, dass du sie annimmst, dass du sie entfernst aus unserem Leben. Herr, wenn wir gesündigt haben, möchten wir gerne die Verheißung des 1. Johannes 1, Vers 7 in Anspruch nehmen, wo du sagst, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Danke, dass du uns reinigst und dass wir vor dir Gott stehen, wie Jesus Christus, der nie gesündigt hat. Danke, dass wir deine Kinder sind, dass wir ewiges Leben haben, deinen Frieden haben und dein Glück. Danke, dass du uns über alles liebst. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir jeden Tag, nicht nur hier, heute und jetzt, diese Murmel zu dir bringen, offen und ehrlich sind und keine Show spielen, sondern zu dir kommen, unsere Masken ablegen und uns reinigen lassen von dir. Danke dafür, Herr Jesus, dass du das gute Werk, was du angefangen hast, auch vollenden wirst, bis auf deine Wiederkunft. Wir loben und preisen dich dafür und sagen gemeinsam im Namen Jesu Amen.